Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Unboxing-Videos zu den Schrümpfen im Happy Meal. Das Unboxing-Video kommt leider etwas spät, weil es die dann natürlich jetzt zum Upload-Datum des Videos gar nicht mehr im Happy Meal gibt. Und da sind jetzt Bücher mit dabei. Aber ich wollte trotzdem euch gerne jetzt noch die anderen vorstellen. Zudem war es auch so, dass es dann sogar dann die McDonald's Luftballons dann im Stumpfdesign dann gab. Das nebenbei. Fangen wir gleich mit der Figur an, die eigentlich am schnellsten immer ausverkauft war, nämlich Nummer 6, die Schlumpfine. Der Beipackzettel ist eigentlich jetzt unwichtig, ist immer der gleiche. Denn die Figuren machen ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Also hier haben wir Schlumpfine mit einem kleinen Geschenk, was sie öffnet. Hier noch eine Plastikverpackung, die sie schützt. Auch noch mal wieder ihr Name drauf. Und trotz ihrer hochhackigen Schuhe steht sie eigentlich ziemlich sicher. Dann kommt als nächstes Nummer 7, Muffy. Lustig mit dem Schild. Hier befindet sich sein Name wieder unterm Fuß. Und dann kommen wir zu einem Lümmel. Nummer 8, Howie. Der ist sehr schwer, im Gegensatz zu den anderen Schlumpfen. Wahrscheinlich, weil er so einen dicken Kopf hat. Auch hier sieht man dann nochmal seinen Namen. Und als nächstes kommt dann Hefty. Steht dann auf dem Kopf. Und eigentlich auch ziemlich sicher. So, dann noch Nummer 10. Harmony. Und Trompete. Aber irgendwie hat er hier gar nicht seinen Namen. Nicht beim Fuß, da sind nur die rechtlichen Hinweise und mit den Scheinern und sowas. Tja, da fehlt das wohl irgendwie. Dann fehlt dann nur noch Clumsy. Und zwar wie auf einer Banane ausrutscht. Das ist praktisch die einzige Figur, die man dann nochmal zusammenbauen muss. Clumsy ist hier nochmal in so einem Plastiktütchen. Ist eigentlich auch nicht schwer. Hier haben wir ihn. Dann nochmal mit dem Namen. Und hier ist der Pinöppel oder die Einbuchtung. Und dann kann man ihn da drauf stecken.
So wäre das laut Anleitung. Ja, das hier sind die 6 restlichen Schimpfe. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß noch beim Sammeln.